So, hallo zusammen, ich bin wieder Andy vom eKiwi-Blog. Ja, wie viel CO2 verbraucht dein Streaming? Das kann man sich jetzt hier ausrechnen unter Just Watch. Link packe ich in die Videobeschreibung mit rein. Ja, man liest ja immer wieder CO2-Verbrauch von irgendwelchen Dingen, sei es jetzt Bitcoin, Autofahren, Streaming, diese ganzen Geschichten, Cloud. Liest man immer wieder, ja, wie viel CO2 da freigesetzt wird und wie schlecht das für die Umwelt ist. Ich persönlich bin da nicht so der Freund von solchen Berechnungen, weil man da so ein bisschen die Alternativen so außer Acht lässt. Gerade im Bereich Streaming spart das ja auch an anderer Stelle wieder CO2 ein, weil ja ich mir jetzt nicht irgendwie in die Videothek fahren muss, nichts irgendwie bestellen muss, auf Blu-ray nichts großartig hergestellt werden muss. Aber trotzdem finde ich solche Sachen immer ganz interessant, das Ganze mal auszurechnen. Ja, hier kann man sich das Ganze für seinen Netflix-Account machen lassen. Und das Ganze funktioniert so, dass ich hier erstmal unter meiner Netflix-Watch-History mir das Ganze hier als CSV-Datei herunterladen kann. Fand ich auch schon mal ganz interessant, dass man das beim Netflix machen kann. Wusste ich bisher auch noch nicht. Das ist jetzt hier meine Watchlist, lade ich hier mal alle herunter. Da lädt man sich dann so eine CSV-Datei herunter und die kann man dann in den CO2-Rechner reinpacken. Bevor ich das Ganze mache, habe ich dann erstmal hier geschaut, naja, wie sieht denn das Ganze überhaupt aus? Sind da irgendwelche persönlichen Daten drin, die jetzt Rückschlüsse auf meine Person irgendwie zulassen? Weil das will ich ja jetzt auch nicht unbedingt, dass ich da jetzt den irgendwie, ja, persönliche Daten irgendwie hochlade. Aber man sieht jetzt hier, da steht im Prinzip bloß der Titel und das Datum an, wann ich das Ganze angeschaut habe und mehr dann auch wieder nicht. Da sieht man jetzt hier auch mal ganz interessant, dass ich hier 2019 bei Netflix eingestiegen bin und dann so die ganzen Sachen dann angeschaut habe. Also wahrscheinlich ist das gar nicht so viel bei mir, weil ich selten eigentlich irgendwie was schaue oder Streaming mache. Ja, also dann laden wir die Sache hier mal hoch. Können wir dann hier in den Streaming-Rechner hochladen. Machen wir hier mal durchsuchen, wählen dann die Datei aus und dann wird das Ganze ausgewertet. Und dann bekommt man angezeigt, ja, wie viel CO2 denn da so verbraucht worden ist. Das auf Basis von so einer Studie, die da ermittelt hat, wie viel so das Streaming ungefähr so verbraucht. Also 17 Gramm, Kilogramm CO2 habe ich jetzt verbraucht für meine 94 Episoden und 50 Filme. Ist es jetzt viel, ist das wenig, ist immer ein bisschen schwer einzuordnen. Deswegen gibt es dann hier so eine schöne kleine Vergleichsrechnung. Das entspricht 15 Stunden Haare föhnen, kann man das mal schön vergleichen. 16 Stunden heiß duschen oder eben 6 Bücher in der Produktion. Oder halt so und so viel Toast, so und so viel Kaffee, so und so viel Waschmaschinengänge. Aber nicht mal eine Spielkonsole habe ich jetzt hier verbraucht. Interessant auch hier unten, das wären 45 Kilometer mit dem Flugzeug, 113 Kilometer mit dem Auto fahren und 414 Kilometer mit dem Zug fahren. Ja, ihr könnt mir ja gerne mal drunter schreiben, falls ihr das auch macht, wie viel Kilogramm ihr so verbraucht habt. Also mindestens 17. Ich denke, das ist dann soweit okay, würde ich jetzt sagen. Kommt mir auf jeden Fall nicht so hoch vor. Und wie gesagt, also normalerweise müssten ja dann irgendwelche Filme halt irgendwie auf Blu-ray gepresst werden, verkauft werden, verschickt werden und so weiter. Deswegen ist das Streaming, denke ich, am Ende doch ein bisschen effektiver, wobei man natürlich auch sagen kann, ja, die ganzen Server, die da bereitgestellt werden müssen, die kosten natürlich auch ziemlich viel Energie und man schaut natürlich durch das ganze Streaming, weil es eben ganze Zeit verfügbar ist, ein bisschen mehr. Also wie gesagt, das ist immer so schwierig mit solchen Vergleichsrechnungen, weil, ja, ist hier Streaming gut oder schlecht? Ich würde es eher im Bereich gut sehen, weil es eben an anderer Stelle was einspart. Aber schreibt mir gerne eure Meinung da drunter. Kann man jetzt hier ausrechnen. Ich habe auch mal nachgefragt bei dem Anbieter, ob da die Daten irgendwie weiter ausgewertet oder verwendet werden. Derzeit nicht. Das heißt, man lädt das Ganze hoch und ihr habt ja auch gesehen, persönliche Daten sind da nicht drin. Also, viel Spaß beim Ausprobieren von dem CO2-Rechner. Und ja, schreibt mir gerne eure Ergebnisse, falls ihr den Rechner ausprobiert. In diesem Sinne sage ich Tschüss und auf Wiedersehen, euer Andy vom eKiwi-Blog.